Zombie Apocalypse. Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom LS17 mit der wunderbaren Feuerwehrmod. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr euch das gewünscht habt im letzten Video, bin ich heute auf der Goldcrest Rally auf der modifizierten Map vom MTL Modding Team. Und heute möchte ich gerne diese kleine wunderbare Feuerwache einrichten. Hört ihr das, wenn ich das Tor auf und zu mache? Hört mal zu. Geil, oder? Wie das so knirscht und knarrt an jeder Ecke. Das ist einfach mega. Ja, mit am Stissel. Habt ihr gerade schon gehört. Diesen fetten, geilen Sound. Das ist dieser kleine, niedliche Feuerwehr-KDOW, den ich gerne zum Anfang in die Feuerwache stellen möchte, aus dem Grund, weil es einfach passt. Ne? Feuerwache von MTL, das Auto von MTL Modding, also eigentlich passt wirklich alles zusammen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ist die Feuerwache auch vom Modding-Team? Das müsst ihr mir mal ganz kurz verraten. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches erzählt habe. Ich weiß nur, dass die Map umgebaut wurde vom Modding-Team und natürlich die Fahrzeuge, die ich im letzten Video gezeigt habe, die kommen original vom MTL Modding-Team. So, ich glaube, die Feuerwache ist aber von einem anderen Team, oder? Ach, wisst ihr was? Schreibt mir das einfach. Dann müssen wir uns jetzt hier nicht versteifen darauf. Okay, dann haben wir jetzt noch 5 Plätze frei. Und da würde ich gerne noch andere Fahrzeuge reinstellen. Die stehen alle hier schon parat. Ich habe mir so ein paar Sachen ausgesucht. Ne? Ich glaube, der eine oder andere wird jetzt sagen, ach, Paul, nee. Bitte änder das. Wisst ihr was? Wir richten das erstmal ein. So, wie ich mir das erstmal gedacht habe. Und dann könnt ihr selbstverständlich, ne, wenn ihr das Video jetzt gerade euch anschaut, könnt ihr selbstverständlich auch mitentscheiden, wie oder was ich ändern soll. Das könnt ihr sehr, sehr gerne machen. So, fangen wir an. Zweites Fahrzeug, das ist der altbekannte Feuerwehr Ballersdorf Rüstwagen. Also dieses Auto habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Das ist schon ewig, ewig her. Das ist schon richtig eingestaubt, die Karre. Ich würde es trotzdem gerne mit in die FF nehmen. Das wird so ein kleines, ich sag mal, freiwilligen Feuerwehrprojekt im LS17 werden. Hier auf der modifizierten Goldcrest Rally-Karte. Aus dem Grund, weil die Map einfach geil ist. Kann man schön benutzen. Hier kannst du schöne Einsätze machen. Aber mehr dazu kommen später in den nächsten Videos. Die Feuerwehr-Wassel kommt natürlich auch noch weiterhin. Also da braucht ihr jetzt keine, euch keine Gedanken machen. Das wird alles weiterhin auch laufen. Nicht, dass ihr jetzt sagt, oh nein, Paule, nee, wir wollen Wassel sehen. Ja, das kommt auf jeden Fall, Leute. Also bleibt mal entspannt, macht mal ganz geschilden jetzt und schaut dieses Video. So, ich habe hier gerade so ein Lichtproblem, von wo auch immer das kommt. Das sieht aus wie der Rückfahrscheinwerfer. Kriege ich das aus? Warte mal, nee, auch nicht, nee, lass mal an, mir egal. So, nächste Kutsche, das ist einfach oldschool, das passt einfach in die Feuerwache, oder? Der Ello Robur, dieses kleine wunderbare Fahrzeug, ich weiß nicht, ob ihr das sehen wollt, aber wie gesagt, bitte, wenn ihr was anderes sehen wollt an Fahrzeugen, bitte in die Kommentare schreiben. Das dürft ihr selbstverständlich immer machen unter meinen Videos. Dann könnt ihr auch hier selber mitentscheiden, was ich in den nächsten Videos machen soll. Ich weiß bloß nicht, ob der Robur auch noch im nächsten Video mit dabei sein wird, denn ich weiß einfach nicht. Kann sein, dass ihr den gar nicht sehen wollt. Ja, ich bin gespannt. Ich denke mal, ihr sagt dann auf jeden Fall... Soll ich das sagen jetzt? Soll ich das sagen? Also, ihr sagt auf jeden Fall, das weiß ich jetzt schon. Paule, bitte in Harlev. Bitte Stalin Harlev in die Feuerwache. Das wird auf jeden Fall kommen, denke ich mal. Aber dann müsst ihr mir natürlich sagen, welches Auto weg soll. Und ich glaube, der Robur wird das. Ich glaube, der Robur soll... Der soll weg. Ich habe da schon so eine Vorahnung. Ich bin gespannt. Ich werde jetzt gar nichts mehr dazu sagen. Ihr sollt das selber jetzt einfach bestimmen. Also.
gerne kommentieren. Ja, als nächstes MAN, DLK, der Feuerwehr Altkirch. Schon lange nicht mehr benutzt. Schönes Fahrzeug. Die würde ich ja gerne auch mit in die Feuerwache stellen. So, und auch die Drehleiter hat so einen geilen Lenkeinschlag. Also die Lenkung ist wirklich vom Feinsten. Damit kommst du wirklich in engste Gassen, Lücken und so weiter. Also das ist wirklich ein richtig, richtig schönes Fahrzeug. Ist auch, glaube ich, jetzt das Modernste, was hier in der Feuerwache steht. Ich glaube, die anderen sind alle ein bisschen älter. Hier, 11, 16, 12 zum Beispiel. Das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, schätze ich mal. Obwohl ich das gerade eben erst gekauft habe im Spiel. Also... Es ist schon ein bisschen neuerer. Also, ne? So. Ich überlege gerade, ich glaube, ich stelle das hier hinten hin, ne? Neben den Cardio W. Denn als letztes haben wir ja noch das TLF. Ne, dann lassen wir das mal hier stehen. Das LF 16 12 und TLF 24 50 kommt dann neben die Drehleiter. Also auch zu der Ordnung, Leute, könnt ihr gerne zu der Fahrzeugordnung, könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben und das irgendwie, wenn ihr was geändert haben wollt natürlich, könnt ihr das gerne auch mit reinschreiben. Das sieht doch schon mal schön aus, oder? So für so eine ältere Feuerwache, freiwillige Feuerwehr, ist das schon schön, finde ich. So, na guck mal, also haben wir schön viele Fahrzeuge. Ja, alles so große, wisst ihr, außer der KDW natürlich. Geht man mal so lang, so. Auf einmal der kleine Robur in der Mitte. Oh Mann, Leute, ich weiß nicht, das Auto muss immer sein. Ich weiß auch nicht, warum. Ich feiere das Teil einfach so hart. Keine Ahnung, das ist einfach so richtig DDR-Feeling. Aber wie gesagt, Leute, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr gerne irgendwas hier anders sehen möchtet. So, dann machen wir noch kurz mal eine Führung hier durch die große Feuerwache. Hier hinten haben wir auch noch einen Ausgang. Die Tür hat auch schon die besten Tage hinter sich, so wie es aussieht. Ne? Da bröckelt schon richtig der Lack von der Tür. Der bröckelt richtig ab schon. Ach, hier oben auch. Das ist der Konfi-Raum hier. Oder? Nee, das doch, hier ist der Konfi-Raum. So. Hier werden die Einsätze besprochen und so weiter. Hier werden Feiern drin gefeiert und so weiter. Ne? Großer Flatscreen, der darf natürlich nicht fehlen, denn hier ein schöner Kühlschrank. Das sind sogar zwei. Alter Schwede. Naja. Und hier ist, glaube ich, genau, die Leitstelle. Die kleine Leitstelle der FF Goldcrest Rally. Ist schon schön, dass wir alles hier zusammen haben, ne? So eine eigene Leitstelle, das ist schon cool. Was man natürlich machen könnte, wenn wir schon so viele Fahrzeuge haben und so eine große Feuerwache mit 6 Fahrzeugen, dass wir irgendwie hier hinten, das würde ja irgendwie passen, da hinten ist auch eine Baustelle, guck mal. Ja, sieht gut aus. Nee, das war irgendwie hier noch so ein kleines Gerät daraus hinstellen für die Rettungswache. Also RTW, NEF und so weiter, KTW. Das können wir machen, ne? Das wäre eine richtig gute Idee. Dann hätten wir alles hier zusammen und könnten von einem Punkt aus ausrücken über ganz Goldcrest Valley. Da gucke ich mal ganz kurz. Also eigentlich sind wir fast in der Mitte. Das würde richtig gut passen. Denn muss ich nicht unbedingt jetzt die Rettungswache woanders platzieren. Also wir kommen wirklich von hier überall hin, wo wir zum Beispiel einen Einsatz haben könnten. Das würde alles
richtig schön funktionieren. Ich finde es auch cool, dass das Feld 2 so klein ist, ne? Gott sei Dank ist das nicht zu groß geworden. Guckt euch das mal an, das ist ein riesengroßes Feld. Also, wenn das mal zu trocken wird und da irgendwie ein Funken überschlägt, ach, na dann Prost Mahlzeit. Also, das wird unsere Feuerwache definitiv nicht schaffen. Da können wir uns auf jeden Fall die Nachbarfeuerwehren mit dazu holen. Ach halt, warte mal. Hier gibt es ja sowieso keine. Wir haben keine Nachbarfeuerwehren. Wir sind ja der einzigste Ort hier weit und breit. Goldcrest Valley ist Goldcrest Valley. Hier kommt nichts weiter. Also wir sind wirklich in der Sahara. Wir sind richtig abgelegen. Die Aborigines von Goldcrest Valley quasi. Ne? Hier sind ein paar Häuser, ein paar Shops und so weiter, und Cafés. Und das war's. Weiter ist hier nichts leider. Also ich kann mir das nicht ausmalen. Ne? Oder irgendwie schon mal vordenken oder wie auch immer. Also wenn das hier brennt, dann haben wir ein richtig fettes Problem. Also müssten wir vielleicht doch noch überlegen, ob wir irgendwie die Fahrzeuge umtauschen. Also ich hätte schon mal so eine Voridee, was wir da vielleicht reinstellen könnten. Das wäre natürlich ideal, wenn wir irgendwie so, ich sag mal, so eine eigene Feuerwache haben für Katastrophenfälle. Also das ist jetzt sozusagen die FF, die ganz normale Freiwillige Feuerwehr. Dann, wie gesagt, später dann noch, wenn ihr das möchtet, die Rettungswache, RTW und NEF daneben. Und dann vielleicht noch eine Rettungswache für Katastrophenschutz. Also für große Brände, für Überflutungen und was es alles so gibt. Da könnte man natürlich ein paar GTLFs reinstellen. Löschunterstützungsfahrzeug. Was wir sonst noch haben hier? Ein Boot, ein Helikopter. Ja, also da gibt es auf jeden Fall noch schön viele Sachen, die wir da reinstellen könnten. Ich kann da kurz hier mal durchzwitschen. Auch hier die anderen Mods vom MTL Modding Team können wir natürlich auch mit benutzen. Die Bundeswehr können wir auch mit reinnehmen, also dass die irgendwie auch mit unterstützen dann bei so einem Ernstfall, Katastrophenfall, wie auch immer. Der Scanner sieht natürlich auch schön aus, ne? HLF 2016, da passt von der Lackierung aber jetzt nicht so gut mit rein. Also da müssen wir uns nochmal was überlegen, ne? Also gerade weil wir hier so eine große Dürre haben, so eine große Trockenheit, wäre das schon ratsam irgendwie, dass wir da irgendwie nochmal aufrüsten. Aber ich kann erstmal sagen, die FF ist jetzt erstmal einsatzbereit. Können dann erstmal die Tore alle wieder runter machen. Ja, und dann könnten wir in der nächsten Folge dann eigentlich weitermachen. Warum geht das jetzt wieder hoch? Ja, was war denn das jetzt? Warum? Hä? Ich habe sogar zugemacht. Ja, gut. Also, Leute. Dann schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Wenn ihr jetzt Ideen habt oder Pläne, wie auch immer, was ich als nächstes machen soll, dann bitte jetzt in die Kommentare schreiben. Und falls ihr sonst noch irgendwie Wünsche habt, Einsatzwünsche zum Beispiel, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Ich dachte gerade, das ist eine Sirene, aber das ist hier so ein Funkturm, so ein kleiner, ne? Sieht so von hinten so aus, so ein bisschen, ne? Hier, ne? Sieht so ein bisschen aus wie so eine Feuerwehrsirene, wie auch immer. Genau. Also, dann würde ich sagen an dieser Stelle, vielen, vielen Dank schon mal fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und wie gesagt, falls Fragen sind, immer gerne unter dem Video in die Kommentare schreiben. Dann lasst mir auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Ein kostenloses Abo wäre natürlich auch richtig, richtig fresh. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen richtig schönen Tag. Macht nicht mehr zu doll. Wir hören uns dann. Bleibt gesund. Bis dahin, Leute. Ciao.